Wieder ein paar untote Gräulme. Gräulmgift. Nicht so schön. Ein 72 Schaden, wow. Das war ein schöner Quid von vorne. Ich muss gerade überlegen, was brauchen wir nochmal für die Windmühle? Also ja, das geht mit Schwertern auf jeden Fall, aber dafür bräuchten wir eine Paradebasis von 9. Wir haben eine Paradebasis von 9. Oh. Wie praktisch. Defensiver Kampfstil 2, das ist auch eigentlich kein Problem. Das macht halt ein bisschen mehr defensiv. Aber wenn ich mir mit Schwertern angucke, was alles geht, haben wir das Wichtigste. Nicht mal umreißen geht. Es geht nur mit Speeren und Stäben. Ich hätte mir das so angucken sollen. Und ja, offensiv und defensiv Kampfstil, das benutze ich irgendwie eigentlich gar nicht so. Weil das erhöht ja nur die Attacke und die Parade. Aber die sind bei beiden eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Attacke von 22, Parade von 18 und 20, 19, 17, 20. Ja, das ist eigentlich relativ gut. Bei ihr vielleicht noch 2 Punkte in Speere geben. Gladys vielleicht noch 2 Punkte in Fechten, sicher ist sicher. Eine Intelligenz oder Intuition. Ja. Auch wenn wir jetzt gerade mitten im Kämpfen sind. Also erstmal alles aufsammeln und dann können wir es Vorgrim rüberschieben. Wir sind nämlich langsam schon recht voll, deswegen gehen die Murmeln und die Kugeln mal zu Gladys. Genauso wie die Feuerfallen. So. Und hier ist ein Wühlschrat. Okay, hier sind jetzt wieder Wühlschrate. Warte. Alles klar. Ha, Candidus. Sprich, Freund. So. Ich versuche mein Bestes. Yes.
zwei Stück. Wobei es manchmal wohl nicht schlecht wäre, die Trefferchance, also mit Offensivkampfstil zu erhöhen, aber das verbraucht halt Ausdauer, die wir eigentlich für den Hammerschlag brauchen bei Vorgrim. Ach, Tag. Mein Atem geht ruhig. Thorax. Ich versuche mein Bestes. So. Nervige Spinne ausgeschalten. Die hat hier ihre Eier beschützt. Das war's mit ihren Eiern. Hm. Okay, hier ist wieder ein Übergang. Geist ist tot. Jetzt muss doch der andere Groll und Tote sterben. So. Kohle und Schmiedehammer und Diamantstab und Schmiedehammer. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, noch mehr Erscheinungen. Beobachte die Erscheinungen. Ich habe tatsächlich weitere Erscheinungen gesehen. Es sind die Geister derjenigen, die hier gegeneinander gekämpft haben. Vielleicht lässt sich noch mehr herausfinden. Finde weitere Geisterkämpfe. Ich werde nach weiteren Erscheinungen suchen. Vielleicht erschließe ich mir dann, was hier passiert ist. Okay. Okay, okay. Ach, rissige Wand. So, machen wir mal etwas schneller. Vor allem Magie können wir gut benutzen und auch Fernkampfressourcen. Na klar, sprich, Freund. Weil Gladys geht auch nicht so schnell die Astralenergie aus.
Dadurch, dass wir sie ordentlich gepimpt haben mit Zauberhut und allem. Oh, ein Dietrich. Knauf. Parierstange, Dietrich und Schmiedehammer. Okay, mit der Seilwinde konnten wir hier den Weg zurück. Achso, das ist nur die rissige Wand. Okay. Noch eine Falle. Da ist noch eine verschlossene Wand. Okay. Und hier geht es nochmal in einen Raum rein. Gucken wir erstmal hier rein. Achso, die müssen wir dann mit... Die ist wirklich verschlossen. Hier ist eine Truhe. Na klar. Das bin ich. Danke. Auch gut. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Feuergeister finden? Ja. Aufgepasst! Okay. Du trinkst mal sicherheitshalber ein. Aufgepasst. Okay. Ich versuche mein Bestes. Ein Schwert, ein Wort. Trink mal was Stärkeres lieber. Hast du den jetzt getrunken? Ja. Ich versuche mein Bestes. Okay, du nimmst noch mal eine Brandsalbe. Erstmal. Und trinkst noch einen Eibeersaft. Du trinkst auch mal einen Eibeersaft. Für Ardo.